Jungs und Mädels, was geht ab? In diesem Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr in GTA 5 am besten einen Laden ausrauben könnt. Das Ganze geht sowohl in dem Story-Modus als auch in GTA Online. Es gibt aber ein paar Dinge, die ihr da beachten müsst, und das werde ich euch jetzt eben zeigen. Als allererstes solltet ihr euch mal ein Auto holen, was auf jeden Fall etwas schneller fahren kann. Ich habe hier jetzt schon mal eins geholt. Das ist jetzt sicherlich kein extrem schnelles Auto, aber es geht auf jeden Fall schon mal klar. Ich will damit nur sagen, dass ihr euch nicht die letzte Ranzkarre holen solltet, sondern eben schon ein Auto, was etwas sportlicher aussieht, und dann passt das Ganze auf jeden Fall schon. Genau, ihr müsst euch das auch gar nicht kaufen, ihr könnt einfach auf die Straße gehen und klaut dann einfach eins. Genau, und dann habt ihr auf jeden Fall den ersten Schritt schon mal erfüllt. So, als zweites sucht ihr euch dann eben auf der Karte einen Shop aus. Falls bei euch die Shops hier nicht angezeigt werden, wo welche sind, ist es gar kein Problem. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung einen Link rein zu einer Website, bei der auf jeden Fall die Karten bzw. die Läden auf der Karte eingetragen sind, und dann könnt ihr das auf jeden Fall vergleichen, und dann fahrt ihr eben zu einem Laden hin, und das mache ich jetzt auch mal ganz kurz, und dann sehen wir uns auf jeden Fall nach einem kleinen Cut wieder. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier bei einem Laden angekommen. Wie gesagt, die Karte mit allen Läden findet ihr in der Videobeschreibung. Als erstes steigen wir logischerweise aus und gehen dann auch in den Laden, sonst können wir den natürlich nicht überfallen. Das sollte, denke ich, wie gesagt, relativ logisch sein. Genau, dann gehen wir einfach mal hier rein. Hello? Und dann beginnt im Prinzip jetzt der Überfall. Wir holen uns als erstes irgendeine Waffe raus. Welche ist eigentlich egal? Ich werde jetzt vielleicht nicht eine Sniper nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Pumpgun. One und way to dann start my day, asshole. Passiert im Prinzip noch nichts. Sobald wir jetzt aber auf den Ziehen nimmt er eben so die Hände hoch und fängt an, das Geld rauszuholen. Ja, wir können jetzt hier noch irgendwo hinschießen. Wir können den auch direkt erschießen und dann das Geld selber rausholen. Macht aber im Prinzip nicht so viel Sinn, denn es dauert genauso lang, wie wenn wir einfach warten, bis er hier das Geld rausholt. Deshalb zeige ich euch jetzt auch nur die Methode. Genau, dann wirft er eben das Geld dahin. Wir haben jetzt einen Stern, wir nehmen das Geld auf. Wir können den jetzt auch erschießen, das macht halt keinen Sinn, weil wir dann nur noch mehr Sterne kriegen. Ja, ein Stern ist nicht wirklich viel. Wir steigen in unser Auto, und genau deshalb meinte ich auch vorhin zu euch, holt euch am besten ein schnelleres Auto, denn wir müssen jetzt als erstes logischerweise vor der Polizei wegfahren. Genau, ich gucke einfach mal gerade ein bisschen, wo hier Polizei ist auf der Karte. Ich würde euch generell empfehlen, ja, immer irgendwo zu fahren, wo vielleicht eher kleinere Straßen sind. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir hier reinfahren können, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Aber gerade nicht ganz so viel Sinn. Ja, so, ich gucke jetzt einfach mal, ich kann jetzt rein theoretisch hinter mir herfahren, glaube ich. Dann kann ich mich jetzt einfach hier reinstellen eigentlich und dann kurz warten, bis die Polizei weg ist. Ich meine, ihr seht das jetzt auch. Genau, ich würde sagen, wir machen einfach keinen Cut, ihr könnt euch das gerne kurz angucken. Im Prinzip war es das ja aber mit der Methode. Ich glaube, bei GTA Online kriegt ihr da ein bisschen schneller die Sterne, aber auch nicht sicher, beziehungsweise kriegt ihr mehr Sterne. Sobald ihr alleine schon auf den zielt, macht ihr da, glaube ich, 2 Sterne. Das war ja eben jetzt nicht so. Aber ja, keine Ahnung, ich bin mir da auch nicht ganz sicher. So oder so, das Prinzip ist ja gleich, nur eben halt bei GTA Online dann eben mehr und schneller die Sterne. Genau. Das war's im Prinzip wieder mit diesem Video. Falls ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch in der nächsten Zeit keine weiteren GTA-Videos mehr verpassen wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Ich lade sehr viele GTA-Tutorials hoch. Ich habe bis jetzt 4 oder 5 Stück hochgeladen. Ich habe aber sehr, sehr viele noch geplant, beziehungsweise sogar aufgenommen schon. Die müssen noch hochgeladen werden. Deshalb wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit einiges kommen. Wie gesagt, ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier auch wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.